Warum hat Locke verdient, dass ich den Ärger? Die Straßen sind ja wie leer gefegt heute hier. Gestern aber auch schon. Also gestern, als ich Leitstelle gemacht habe, da war es stellenweise so Stunde, anderthalb. Da gab es nicht einen Dispatch, nicht einen Fahrzeugdiebstahl, nicht einen Ladendiebstahl, nichts. Keine Ahnung, was da los war. Na, vielleicht haben die einfach keinen Bock mehr. Meinst du? Gut. Die werden jetzt alle gesetzestreu? Ja. Ich glaube nicht. Ich frage mich sowieso, ne? Also ich würde das Ganze ja... Also wenn ich eine Gang hätte, ne? Ja. Dann würde ich doch Leute auch einfach mal beim Hehler abfangen und die richtig abfangen. Stimmt. Keine Ahnung, ob das passiert oder nicht, aber bisher habe ich das Gefühl, die sind alle ganz gut miteinander hier. Ja. Ja, wobei die Ballers und die Ivan-Truppe doch irgendwie nicht, ne? Ja, gut, die Ivan-Truppe insgesamt mit niemand. Die haben ja auch die Gorillas ein Drive-By gegeben, wo ganze Gorilla, die Gelben, alle komplett lagen. Genau, im Cyberpunk-Urlaub. War ein erfolgreicher Drive-By, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das war auch eher ein Drive-In und Stay Tuned Drive-By, so nach dem Motto. Okay. Wo? PDM. Hinter uns. Streif 5 hätte zwei Klicks kommen. Ja, check den nochmal fahren. Ah, gestohlen wurde ein Rapid GT in Rot-Blau-Metallic. Merkt ihr das schon mal? Ab 1,5 Kilometer kann man unsere Sirene hören. Okay. Ja, check. Check. Streif 1521. Das Auto ist nicht mehr vor Ort. Nee, ich sehe kein Rapid. Kannst du die Lichter wieder ausmachen? Fahr dem Typ mal hinterher. Der telefoniert wahrscheinlich mit dem Fahrer. Wo ist denn der lang? Hast du was gesehen? Links. Das ist rechts. Ja. Ganz klar, ja. Okay. Ich war schon auf rechts eingestimmt, als du links gesagt hast. Aha. Ja. Wir waren noch 100 Meter von der Kreuzung fertig. Ganz safe links. Und du Maske. Da hab ich verreckt. Was war denn da eingestellt, bitte? Ja, lass ich drüber reden. Leute sollen kein Modul halten, die das nicht so oft gemacht haben. Du weißt nicht mal, wo links und rechts. Doch, ich weiß, wo links und rechts ist. Ja, anscheinend ja nicht. Sonst wären wir ja links gefahren. Einfach rechts. Ich war aber so eingeordnet. Streif 5 ist wieder 10 Nacht. Letzte somit. Konntet ihr den noch irgendwie sichten oder irgendwas? Keine Sichtung, aber ein Motorradfahrer, der telefoniert hat. Ja, check somit. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal Richtung Helmut hochfahren, wahrscheinlich, wenn die den als nächstes ausbauen. Ja, check, fahren Richtung Helmut hoch. Also Richtung Norden quasi. Ja, richtig. Norden. Das hat nichts mit links oder rechts zu tun oder nach unten, sondern wir fahren jetzt einfach Richtung Norden. Das werde ich dir ewig anlasten. Ich hoffe, das weißt du. Ja, ja. Ist mir schon klar.
Ich habe auch ein bisschen Angst zu sagen, Tafeldüchtiger ist nach links gelaufen mit der Schusswaffe. Ich habe ein bisschen Angst, dass du da nach rechts läufst und erschossen wirst. Ja, sehr witzig. Was ist eigentlich mit deiner Frau? Lebt die noch, oder? Ja, die lebt noch und macht Government-Dinge. Und so. Ah ja. Jo. Warum soll die nicht mehr leben? Ja, was weiß ich. Wo wolltest du jetzt? Hier geht's nicht auf dem Highway. Loki, sag mal, was ist das? Ich hab nur geguckt. Ja, scheiße, du wolltest da langfahren, weil du dachtest, dass der Highway ist. Ja, es war eine zu früh. Ja! Alter. Beschwerst du dich nochmal über andere Officer, ne? Ich habe mich noch nie über Officer beschwert. Wie können die Seminare halten, obwohl sie es nur zweimal gemacht haben? Das habe ich so nie gesagt. Ja doch, das war der Unterton dabei. Ich kann es nicht mehr lesen. Ah ja. Und wenn man dann aber Richtung Norden will, fährst du erstmal ab runter zum Taxiunternehmen, weil du denkst, da ist die Auffahrt zum Highway. Das Taxiunternehmen lag von unserer Position aus gesehen auch im Norden. Das, was noch im Norden liegt? Was? Nicht rechts oder links. Oh, wow. Und auch nicht oben oder unten, ne? Nee, auch nicht. Sondern Norden halt, ne? Vielleicht geht das, ich sag das nächste Mal, der ist Richtung Osten abgehauen. Das ist vielleicht besser. Ja. Ja, was ist dir jetzt aufgefallen? Bei was? Osten ist rechts und nicht links. Direkt drauf reingefallen. Jetzt hat er nichts mehr. So einen anderen Weg als ich, der zu Helmut führt, oder? Ich wollte auch noch hier bei dem anderen, bei dem Büsten, genau, mir ist der Name nicht eingefallen, nochmal gucken. Und dann über die Route 68 und über den West Highway Richtung Norden. Hallo, da doch. Wo liegt der West Highway? Kartlich gesehen, also so auf der Karte? Von uns aus gesehen geradeaus. Nee, von der Karte aus gesehen. Links? Ah! Ich krieg das noch rein. Sofern du die Karte eingenordet hast. Sofern ich die Karte eingenordet habe. Also, ich will ja nichts sagen, aber egal wie ich eine Karte halte, wenn ich die Richtung bestimmt habe, wo eine. Wenn so du die. Norden, ne? Dann kann ich die auch auf den Kopf stellen und mit dem Kompass lesen. Was ist los? Wenn du jetzt eine Karte von San Andreas nimmst. Ja. Und die richtig rumhältst. Dann stimmt das, dann ist der West Highway. Links auf der Karte. Stimmen, selbst wenn ich die Karte nicht habe. Wenn du die Karte allerdings falsch rumhältst. Dann ändert sich aber Norden nicht. Ja, richtig. Aber dann wäre der West Highway trotzdem rechts auf der Karte. Okay, aber was unterhalten wir uns hier gerade? Um das richtig rumhalten von Karten. Bei dir ändern sich dann anscheinend auch die Himmelsrichtung. Nein, das nicht. Du hast doch gerade gesagt, wenn ich die Karte aber links halte, dann habe ich immer noch einen Kompass. Nein, ich sagte, wenn du sie auf dem Kopf hältst. Ja, wenn ich sie auf dem Kopf halte, habe ich ja immer noch einen Kompass und sehe ganz eindeutig, dass Norden dann unten im Süden liegt. Ja, genau, dass Norden dann unten im Süden liegt. Aber es bleibt immer noch Norden. Nein, dann würde Norden nicht im Süden liegen, sondern dann würde Norden unten sein. Nein. Ja, natürlich wird das... natürlich bleibt es dann Norden, aber... Ja, also. Es geht ja auch um das rechts oder links gerade. Es bleibt aber noch rechts oder links. Selbst wenn ich die Karte auf den Kopf stelle, verändert sich dadurch nicht die Himmelsrichtung. Dann bleibt es immer noch links. Nein, es bleibt dann immer noch Westen, aber es wäre dann... Ja? Wo liegt Westen? Also, fast über was wir uns hier unterhalten. Also, normalerweise liegt Westen links und Osten rechts. Ja. Wenn du die Karte allerdings auf dem Kopf dann hast... Dann ist das immer noch links oder rechts. Ja, aber das wäre dann umgekehrt. Nein! Doch! Nein! Nur weil du zu pleppig bist, eine Karte richtig hinzulegen, verändert sich die Himmelsrichtung, wo man in Wirklichkeit langfährt. Der größte Unsinn, den ich je gehört habe. Das ist so, als würde ich, weiß ich nicht, irgendwas bei Ikea kaufen, die Anleitung komplett falsch lesen, das Ding zerdengeln und dann statt einem Schrank habe ich einen Stuhl da stehen und beschwere mich dann am Ende. Das war nicht genau genug. Ja, genau so. Ja. Muss ich mir sagen, deinen geistigen Zustand machen, oder?
Nö, alles gut. Also, okay, ja. Ich kann nochmal nachfragen, weil ich ja höflich bin, ne? Ja. Ach ja. Wo sind die überhaupt die ganzen Detectives heute? Wo sind die ganzen Officer? Keine Ahnung. Zu Tisch. Na gut, es ist auch Wochenende, ne? Ja. Wahrscheinlich gar nicht erst in den Dienst, sondern gehen ein bisschen Party machen. Ja. Die Haxen schwingen. Oha. Das ist zu wild für dich, ne? Ja. Ich bin alt, ich gehe in die Oper. Weil du wie ein Opa bist, oder? Wow. Es gibt doch coole Opern. Ja, klar. Die kommen gleich nach, ich drossel mich mit dem Sicherheitsgurt. Ja. Warum bist denn du jetzt so? Es gibt nichts Langweiligeres als Opern. Da ist irgend so eine Sumpfkuh, die dann da rumtrellert und alle jubeln ihr zu. Und dafür bezahlt man dann Geld, dafür, dass am Ende die Ohren bluten. Also, boah, richtig Kunst und das ist was kulturmäßig Gutes. Und ich stelle mir einfach nur die Frage, wann ist das vorbei? Kann ich danach direkt einen Arztbesuch wahrnehmen für meine Ohren? Und wer bitte gibt mir meine Zeit wieder, die ich verloren habe? Oha. Das sind die Fragen, die ich mir stelle bei einer Oper. Okay, wie sieht's mit Musicals aus? Musicals? Ja. Wo dann Katzen so rumtanzen in so einem komischen Jogginganzügen, oder? Ja, oder Tanz der Vampire oder so. Ja, geht okay, ja. Meinst du, wir fallen hier auf? Wenn du den Motor ausmachst, nicht. Wahnsinn, ich wurde schon immer mal eingesperrt an einer Chicken-Fabrik in einem Auto sitzen. Ja, weiter? Nee, das war schon. Das war meine Wunschvorstellung, unbedingt mal mit dir bei einer Schlachterei in einem Auto zu sitzen, ja. Ah, okay. Ich freue mich sehr, dass ich helfen kann. Ja, ich kann mir auch nichts Schöneres vorstellen, wirklich. Ja.